Hallo, ich bin Michi und heute zu Gast auf unserer Sound of Munich Now Bühne ist die Münchner Psychedelic Rock Band Miss Mellow. Bei mir hier im Gespräch Nicolo und Stocki. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Danke, schön, dass wir hier sein dürfen. Wie würdest du die Münchner Musikszene einschätzen? Also zum einen als extrem vielfältig. Also es gibt sehr, sehr viele Genres sind hier vertreten, auch subkulturell in München. Nur halt sind die alle oft in verschiedenen Bubbles unterwegs und die Vernetzung untereinander ist nicht so stark. Also ich bin eigentlich auch schon seit 10 Jahren in der Szene unterwegs und dachte, ich würde mich gut auskennen. Und von den 20 Bands, die wir im Sound of Music Now spielen, kenne ich vielleicht 3. Also es gibt einfach eine extreme Vielfalt auch in anderen Genres und da ist einfach die Vernetzung nicht so stark. Aber an sich ist sie extrem vielfältig. Liegt es daran, dass die einzelnen Szenen so verschlossen sind oder ist der Münchner Musiker einfach nicht offen, um auf andere zuzugehen? Ja, man braucht ja irgendwie auch Plattformen, irgendwie Institutionen, die das irgendwie fördern und unterstützen. Als so freischaffende MusikerInnen in der Subkultur ist man schon echt genug mit sich selbst beschäftigt, um Songs zu schreiben, genug zu proben, um sich um Auftritte und das ganze Management zu kümmern, dann noch sich in der Szene zu vernetzen. Da braucht es einfach Institutionen, die das fördern, sowohl von der Stadt als auch irgendwie privat, irgendwelche Labels oder Plattformen halt. Und da, glaube ich, liegt eher der Hund begraben, da muss von außen mehr Anschubsen passieren. Das ist jetzt quasi der Blick des Musikers aus. Mhm. Aber der Musiker hat ja auch eine Freizeit, kann man ja dann auch am freien Tag auf ein Festival gehen, wo dann nicht seine Musik gespielt wird? Ja, ich glaube, also wir vier sind zumindest musikalisch sehr, sehr offen und hören echt alle Musikrichtungen. Von auch Jazz, Hip-Hop, ich höre sehr gern Metal. Auch, also wir sind da sehr, 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 sehr offen für alles. So ist es nicht. Ihr seid eine Psychedelic-Rock-Band, habt aber Funk-Einflüsse, habt Stoner-Rock-Einflüsse. Mhm. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal auf der einen Seite oder macht das auf der anderen Seite wieder Türen zu, weil man nicht in irgendeine Bubble passt? Was sagst du? Ja, also es ist sowohl als auch, also natürlich hat man dann Anschlüsse an verschiedenste Bands, wie jetzt, wir haben letzte Woche auf dem Festival gespielt, wo Reggae-Bands spielen, da passt es dann auch wieder rein, so vom ganzen Vibe irgendwie. Aber andererseits sind wir jetzt nicht eine reine klassische 60er-Jahre Psychedelic-Rock-Band und wenn dann halt irgendwie Veranstaltungen in dem Genre sind, ist natürlich für uns schwieriger, da reinzukommen, weil wir halt jetzt dann oft mal eben die Stone-Rock-Einflüsse haben. Es ist dann oft lauter. Also sowohl als auch. Also es macht es manchmal leichter, manchmal schwieriger. Stoner-Rock ist ja eine der dominierenden Szenen hier in München. Gibt gerade hier im Feuerwerk große Festivals, immer ausverkauft. Passt ihr da rein oder ist es gar nicht für euch? Also vor so 3-4 Monaten haben wir Mars Red Sky supported, genau auf dieser Bühne, dank des Feuerwerks. Und also auf den ersten Blick passt es nicht so gut zusammen, aber an sich hat es doch echt sehr gut gepasst. Also man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen loslösen davon, dass an einem Abend einfach nur Stoner auf Stoner auf Stoner. Ich glaube, auch als Zuhörer profitiert man davon oder es bereichert, wenn verschiedene Genres aufeinander folgen, die auch aufeinander halt irgendwie sich aufbauen. Und wir sind jetzt nicht so laut wie Mars Red Sky, aber irgendwie haben dann so ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Und von daher, wie Stocki schon gesagt hat, also schwer eine Schublade zu pressen, aber wenn die Bereitschaft da ist, könnten wir mit vielen Bands zusammenspielen und auch eben mit Stoner-Bands. Das ist, glaube ich, easy. Ja, und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir da auch reinpassen würden. Also es geht ja so um diesen grundsätzlichen, was man so als Hörer von Stoner-Rock mag oder will, also so diese 70er-Jahre-Einflüsse, die Hardrock-Einflüsse und solche Sachen. Und ich glaube, das decken wir schon auch ganz gut ab. Und deshalb, wir bieten da ein bisschen Abwechslung und ich denke, wir würden da schon auch reinpassen. Aber es gibt ja in München eine Entwicklung in die Richtung, dass sich Musiker, Musikerinnen vernetzen können. Es gibt die Zombie-Sessions, wo auch immer Bands aus verschiedenen Genres spielen. Sound of Munich Now ist auch ein Festival, bei dem aus allen möglichen Genres die Bands hier auftreten. Gibt es davon noch zu wenig? Es gibt auch noch Cheers, diese Plattform zum Vernetzen. Also an sich, ich glaube, an Plattformen
gäbe schon einige, wenn sich auch Leute wie wir mehr dahinter klemmen würden und mehr versuchen würden, sich zu vernetzen. Aber ich glaube, das Problem liegt eher bei den Auftrittsmöglichkeiten und den Proberaummöglichkeiten, vor allem für junge Bands. Jetzt sind wir alle, arbeiten alle halt quasi Vollzeit und können uns unseren Proberaum leisten. Aber als ich mit 18, 19 angefangen habe, konnte ich nicht einfach 50, 60 Euro im Monat für einen Proberaum halt einfach zahlen. Und das hindert natürlich die Entwicklung von jungen Bands, weil man fängt halt als Teenager an oder sollte anfangen, Musik zu machen. Und wenn du nicht kostenlose Möglichkeiten hast, zu proben in Proberäumen und dann irgendwie 50 Euro im Monat zahlen musst, dann brauchst du entweder geldige Eltern oder irgendwie was anderes. Aber das zerstört oder halt hindert so ein bisschen die Förderung der Szene. Ich glaube, bei Proberaummöglichkeiten liegt vor allem der Hund begraben, weil wenn du jungen MusikerInnen die Möglichkeiten gibst, Musik zu schaffen und sie nicht Geld rein investieren müssen oder nicht besonders viel, dann entsteht automatisch einfach etwas. Und da ist, glaube ich, in München vor allem der Hund begraben. Es wurde ja gerade die letzten 2,5 Jahre durch die Corona-Pandemie die ganze Musikentwicklung ein bisschen zurückgeworfen, weil natürlich sehr viel in den eigenen Wänden passiert ist. Wie wird es jetzt weitergehen? Wo seht ihr München, Musik München in 5 Jahren? Also ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist die Szene so richtig erwacht. Also das merke ich irgendwie schon. Es gibt krass viele Konzerte, die immer voll sind. Leute gehen krass gerne wieder auf Live-Musik und es wird sehr viel veranstaltet. Also es ist schon echt so, jetzt neue Impulse sind jetzt irgendwie schon da in diesem Jahr, jetzt wo Corona fast vorbei ist. Geht schon wieder mehr und in 5 Jahren, also ich glaube, also pessimistisch bin ich jetzt nicht, aber eine Vorhersage zu treffen ist schwierig. Ja, und dann coolen Location mangelt es ja jetzt auch nicht. Also Import-Export oder Miller oder sowas sind ja schon eigentlich gefühlt 3-4 Mal in der Woche ganz coole Konzerte, ganz unterschiedlichen Genres, wo man einfach hingehen kann. Also. Das heißt, vieles ist auf dem richtigen Weg. Was fehlt, ist die Offenheit, auch bei den Musikern selbst, bei den Zuschauern, Zuschauerinnen. Und von daher bietet zumindest Sound of Münichnau eine Möglichkeit, um sich in verschiedenen Genres durchzuklicken und auch neue Bands kennenzulernen. Für dich 17 neue. Ja, genau. So ist es. Schau ich mir gerne an. 20.